So, vielen Dank für die Geduld im Saal. Wir haben geschafft, die Verbindung herzustellen. Danke an das Video Operation Center dafür. Und nun freut mich, den nächsten Vortragenden einzuführen. Der nächste Vortragende wird uns vorstellen, wie man digitale Bahnhofspläne bei der Deutschen Bahn nutzt. Der Vortragende heißt Schlierkamp-Wosen und ich bin jetzt sehr gespannt auf seinen Vortrag. Bitte schön. Ja, hallo. Also jetzt hat es doch geklappt, die Verbindung herzustellen. Leider kann ich nicht persönlich anwesend sein, aufgrund der ganzen Entwicklung in der Corona-Sache. Das heißt, ich musste sehr kurzfristig gestern absagen, aber immerhin hat es jetzt remote geklappt. So, mein Vortrag ist, da geht es um digitale Bahnhofspläne für die reisenden Informationen, also für die Kunden der Deutschen Bahn. Im Hintergrund sieht man auch schon so ein Exemplar eines Bahnhofs, der Berliner Hauptbahnhof. Das ist auch der komplexeste Bahnhof oder zumindest einer der komplexesten Bahnhöfe, die wir haben. Und um sich in einem solchen Bahnhof zurechtzufinden oder die Reise, auch Umstiege komfortabler zu machen, haben wir uns in dem Thema oder in dem Bereich Reiseninformation. Moment, ich muss mal gerade weiterschalten. Kleinen Moment. Okay, so, zweite Seite. Haben wir uns in dem Thema Reiseninformation mit der Digitalisierung von Bahnhofsplänen befasst. Schwerpunkt dieses Vortrags ist aber jetzt auch ein ganz neues Thema. Das ist das Indoor-Routing in den Bahnhöfen. Wozu wir das brauchen, werde ich ganz am Ende mal in den Anwendungen zeigen. Jetzt gehe ich als erstes mal auf die Digitalisierung der Bahnhofspläne ein, was wir dazu gemacht haben. Und auch, wie wir die jetzt routingfähig gemacht haben. Das geht auf eine Idee oder auch ein Treffen mit Terrestris, Mundialis zurück. Und die haben uns da tatkräftig unterstützt. Und das Ergebnis werde ich euch heute mal in dem Vortrag zeigen. Entschuldigung, mich hat ein Husten erwischt. Ich hoffe, es ist nur normaler Husten. Aber das wird jetzt einige Male vorkommen. So, ich komme aus dem Bereich Reiseninformation der Deutschen Bahn. Das ist eine Einheit, die wurde 2015 in der Holding gegründet und die hat das Ziel, also ich habe jetzt mal eins der Top 5 Ziele aus dem Strategiepapier, eine bessere Bahn rausgeholt, dass wir verlässlichere Informationen und besseren Komfort für unsere Kunden bieten. Und das Ziel ist eben, die Information über die ganzen Ausgabekanäle, Geschäftsfelder zu vereinheitlichen, an zentraler Stelle abzulegen und auch dann an die Kunden zu bringen. Und so, dass das eben auf allen Ausgabekanälen in den Stationen, auf den Anzeigern, in den Zügen, aber auch auf den Anwendungen DB Navigator, DB Streckenagent, Bahnhof Live möglichst gleich aussieht und auch dieselbe Information hat. Wir befassen uns neben dem Thema Karten, was eins unserer Top-Themen ist, auch mit Thema Wagenreihung, Gleiswechsel, Prognose, Umstiegsprognose, und hosten auch die ganzen Reiseninformationen.
also welches Geschäft oder welche Bahnhofseinrichtung sich an welcher Stelle befindet. Die Information haben wir auch zum Teil digital vorliegen, zum Teil händisch erfasst und dann auch in unser Datenmodell dann aufgenommen. Ein anderes ganz wichtiges Thema oder Information sind noch die Bahnsteige. Dazu haben wir alle Bahnhöfe oder alle Bahnsteige nochmal manuell erfasst. Da unten sieht man so ein Lauf, also, oder so ein Vermessungsgerät, noch nicht digital. Und damit wurden die Bahnsteige komplett vermessen von Anfang bis Ende. Wir sehen auf der linken Seite einen Haltepunkt. Das ist da, wo die Züge anhalten müssen. Und auf der rechten Seite sehen wir einen Abschnittswürfel. Die Abschnittswürfel, das ist die Information für die Kunden. Daran können die sich orientieren, wo sie einsteigen sollen oder wo ihr Wagen steht. Der Haltepunkt ist die Orientierung für den Triebfahrzeugführer. Er weiß, wo der Wagen oder der Zug anhalten soll. Und mit der Information haben wir dann auch den Link geschaffen, um am Ende, das wird fürs Routing nochmal wichtig sein, am Ende auch den Kunden genau zu der Tür des Wagens zu führen, wo er optimalerweise einsteigt. So, das ist die Information, die uns vorlag. Und diese Information haben wir dann in ein Datenmodell zusammengebracht und digitalisiert. Das Ganze haben wir aktuell für die 70 größten Bahnhöfe gemacht. Insgesamt haben wir 5.400 Stationen, natürlich nicht in der Komplexität. Aber das heißt, da ist auch noch eine Menge zu tun und da suchen wir auch nach Möglichkeiten, wie wir das auch für die Masse der Bahnhöfe machen können. Da spielt auch sicher OSM eine Rolle, aber hier ist jetzt gerade der Schwerpunkt auf Routing in den großen Bahnhöfen. Das Datenmodell, man sieht, wir haben Räume erfasst, öffentliche Flächen, die Anlagen, also zu Anlagen zählen Treppen, Rolltreppen und Aufzüge, also die man braucht, um einen Ebenenwechsel zu machen, aber auch die Bahnsteige mit ihren Informationen und den POIs. Das Ganze liegt jetzt bei uns in einer Datenbank vor. Wichtig an der Stelle, ich habe jetzt nochmal reingezoomt, wir sehen hier einen Übergang zwischen zwei Ebenen. Das ist der Übergang im Frankfurter Hauptbahnhof zwischen dem Untergeschoss und der Empfangshalle. Und diese Übergänge sind eben entsprechend attributiert, so dass man die Ebenen nachher wieder zusammenfassen kann. Das Gleiche gilt auch für alle Geschäfte. Wir haben die Flächen also verbunden, um auch in Geschäfte rein oder zwischen Flächen später zu navigieren. Also das ist nochmal ein wichtiger Punkt, um nachher diese Netzzusammenhänge zu generieren. So, mit dieser Information wollen wir jetzt ein Routing-Netz generieren und das wollten, das haben wir jetzt ja auch geschafft, möglichst automatisch. Und das wurde jetzt mit diesem Konzept gemacht. Ich zeige gleich nochmal im Einzelnen, wie die Schritte dann auch an den Daten aussehen. Aber ganz grob war es erstmal wichtig, ein Hilfenetz zu generieren. Das heißt, die öffentlichen begehbaren Flächen sollten nur genutzt werden. Man hat die Flächen nochmal etwas geschrumpft oder verkleinert, damit die Routen nicht direkt an der Wand entlang gehen und die Leute auch noch ihren Koffer tragen können. Und wir generieren im Anschluss ein Gitter über diese geschrumpften Flächen. Wir werden gleich nochmal sehen, wie das Gitter aussieht, sehr feinmaschig. Und das wird dann die Grundlage für das Routing-Netz sein. Im nächsten Schritt müssen die Point of Interest, also auch die Geschäfte, Geldautomaten, Fahrkartenautomaten, aber auch die Anlagen an das Routing-Netz angeschlossen sein, stellt nochmal eine besondere Herausforderung dar. Das wäre hier der dritte
Punkt und am Ende wird dann das Routing-Netz generiert und zwar in einem Format, dass unser Router dann damit arbeiten kann. So, hier sehen wir die Schritte nochmal im Einzelnen. Wir haben hier nochmal den Bahnhofsplan. Alles, was grün ist oder grünlich, sind die öffentlich zugänglichen Flächen, über die geroutet werden kann. Alles, was rötlich ist, sind die privaten Flächen, die aus dem Routing rausgenommen werden, die zu denen eben auch keiner gehen soll. Das sind unter anderem die privaten Räume der Geschäfte, aber auch zum Beispiel die Gleisflächen. So, erster Schritt ist genau diese begehbaren Flächen, in denen später die Route verlaufen kann, zu extrahieren. Das ist jetzt der gelbe Bereich. Dann der zweite Punkt, das war das Schrumpfen dieser Flächen. Man sieht jetzt da diesen kleinen gelben Rahmen am Rand. Und der nächste Schritt ist hier schon dargestellt. Das Gitter wird über die geschrumpfte Fläche generiert. Die Maschigkeit oder der Detaillierungsgrad des Gitters, der ist wählbar und auch die Ausrichtung. Da sind wir auch noch dabei zu experimentieren, was da das Optimale ist. Klar ist, je feinmaschiger das Gitter ist, umso mehr Kanten hat man, umso länger sind dann die Berechnungszeiten und das Handling. Auf der anderen Seite wird die Route dadurch feiner. So, das ist jetzt nochmal ein Zoom in das Routing-Netz. Was man hier sieht, ist zum Beispiel der Anschluss dieses Geschäfts oben an das Routing-Netz. Das ist dann diese kleine Kante, die da unten Routing-Netz mit dieser blauen Fläche verbindet. Das wird zu jedem POI gemacht, also auch zu dem Fahrkartenverkauf. Auch an die Bahnsteige. Das werden wir gleich nochmal sehen. Eine Herausforderung, oder was ich gerade gezeigt habe, das ist jetzt das Routing-Netz in der Ebene. Eine große Herausforderung war, das Routing-Netz jetzt auf verschiedene Ebenen zu erweitern. Dazu mussten nochmal zwei Sachen gemacht werden. Die Endpunkte der Kanten, die bekommen eben eine Information und auch eine Information, mit welcher Kante oder Punkt sie verbunden werden müssen in der anderen Ebene. Und das andere ist, dass die Routing-Funktionalität von PG-Routing, da greife ich jetzt etwas voraus, die musste erweitert werden, um auch über verschiedene Ebenen hinaus das Routing zu gewährleisten, beziehungsweise ein Map-Matching. So, hier sehen wir die Einzelschritte, die Terrestris eingesetzt hat oder Mundialis eingesetzt hat, um mit GRAS genau diese Schritte, die ich gerade beschrieben habe, umzusetzen. Da gehe ich jetzt nicht aufs Einzelne ein, weil ich weiß zwar inhaltlich, was sie machen, aber könnte jetzt nicht im Detail beschreiben und zeige mal das Ergebnis des Routing-Graphen. Jetzt ist der Routing-Graph in unsere Karte eingezeichnet. Wir sehen da nochmal die Schritte, die durchgeführt wurden. Am Ende liegt das Routing-Netz in unserer PostgreSQL-Datenbank und der nächste Schritt ist jetzt auf dem Routing-Netz oder das Routing-Netz zu nutzen, um daraus Routen zu berechnen. Hier sehen wir nochmal eine andere Darstellung des Routing-Netz in unserer Anwendung. Die Anwendung heißt RIS Maps, stelle ich gleich auch nochmal kurz vor. Man sieht, in dieser Anwendung, da haben wir jetzt das Routing-Netz eingeblendet, beziehungsweise die Routing-Netze aller Ebenen. Ganz oben rechts sieht man den B-Bereich, beziehungsweise erstes Untergeschoss des Frankfurter Hauptbahnhofs. In dem mittigen Bereich, der so orange aussieht, sieht man
die S-Bahn-Ebene im vierten Untergeschoss. Und hier sieht man jetzt schon, wie eine Route berechnet wird vom Eingang des Bahnhofs bis zu Gleis oder Bahnsteig 22/23. Für die Berechnung der Route setzen wir aktuell auf PG Routing. PG Routing bietet für uns, also auch für diese Tests, genügend auch Routing-Algorithmen, die wir da ausgetestet haben, um jetzt auf diesen Daten, die in unserer PostgreSQL-Datenbank drinstehen, eine Route zu berechnen. Hier sieht man jetzt die Route in unserer Anwendung. Und mit der Route wird natürlich nicht nur der Weg, sondern auch die Zeit und die Länge mitgeliefert. Und diese Information nutzen wir unter anderem auch für die Umstiegsprognose. Das heißt, diese Information wird verwendet in einem unserer anderen Produkte, um den Umstieg zu prognostizieren, damit man weiß, wie lange brauche ich wirklich mit meinem Profil. Man kann auch bei dem Router natürlich verschiedene Profile einstellen, um von einem Bahnsteig zum anderen zu kommen, um den Zug zu erreichen. Das heißt, wir bekommen damit auch individuelle Umstiegszeiten. Was man hier sieht, ist jetzt die Darstellung einer Route vom ersten Obergeschoss, also vom Eingang des Hauptbahnhofs, bis in das vierte Untergeschoss, nämlich da, wo die S-Bahn ist. Man sieht hier auch, das Routing stellt hier auch nochmal Anforderungen an die Darstellung, also ans Design. Wie stellt man jetzt optimalerweise so eine Route dar? Wir haben uns jetzt hier dafür entschieden, in der ausgewählten Ebene die Route einzuzeichnen und in anderen Ebenen eher transparent einzuzeichnen. Wir sind jetzt im Erdgeschoss. Nächstes Bild zeigt die Karte im vierten Untergeschoss. Man sieht noch Reste aus den anderen Ebenen, aber auch die Route, um zum Abschnittswürfel B zu gelangen. So, wie setzen wir die Bahnhofspläne, die digitalen Bahnhofspläne und das Routing jetzt in unseren Anwendungen ein? Wir haben eine ganze Reihe von Anwendungen in der Bahn, die lassen sich so grob klassifizieren in die Informationen an den Stationen, also die Anzeiger in den Bahnhöfen, aber auch die Anzeiger in den Zügen und dann natürlich die individuelle Information auf den Anwendungen. Ganz links sehen wir zum Beispiel eine native App. Das ist jetzt ein Beispiel einer, ja, wir nennen die Innovations-App, mit denen wir neue Dinge austesten, die dann später in andere, in die bekannten Apps wie Navigator, Streckenagent, Bahnhof Live oder auch noch andere dann gehen. Rechts sehen wir einen Web-Client, den wir auch in verschiedene Anwendungen, entweder so wie er hier ist, integrieren. Damit kann man nach allem, was man auf der linken Seite an Kategorien sieht, suchen, man kann sich die Informationen einblenden lassen, Öffnungszeiten, auch den Weg dahin und bieten das eben auch als API an, damit das in andere Anwendungen DDB und dann eben möglichst auch immer im selben Design, was DB-weit abgestimmt ist, dann integrieren können. Ganz links sehen wir, genau, ich habe eben gesagt, das ist eine Innovationsanwendung und das wäre jetzt gleichzeitig auch schon ein Beispiel, um einen Umstieg von Gleis 14 auf Gleis 7 anzuzeigen. Das heißt, der Zug kommt an Gleis 14 an, ich habe eine bestimmte Zeit, um in den anderen Zug auf Gleis 7 umzusteigen und das kann ich mir dann mit dem Routing, also mit der neuen Anwendung dann dann anzeigen lassen. Ich kann mich auch, bevor ich im Bahnhof ankomme, schon da orientieren.
Hier sieht man nochmal so einen Überblick, wie die Anwendungen oder wie die Bahnhofspläne dann auch wirklich eingesetzt werden. Die Anwendung habe ich eben schon gezeigt. Ganz unten links sieht man die DB-Information. Das sind also Terminals oder Selbstbedienungsterminals, die in einigen Bahnhöfen schon stehen, also in Frankfurt, Nürnberg, ich glaube auch Ostbahnhof, die da auch ausgetestet werden. Wir haben die Anwendungen, also die verschiedenen Apps, wofür es auch SDKs dann gibt. Wir sind in den Zügen, ganz unten sieht man zum Beispiel ein Beispiel im ICE 4, aber auch in den neuen ICE 3s. Ganz oben sieht man eine Anzeige in einer S-Bahn. Im Fall von Störfällen können wir da auch Karten anzeigen. Unten rechts, das ist ein Beispiel für einen Ausdruck im SEV oder Schienenersatzverkehr. Da wird jetzt auch an allen Bahnhöfen einheitlich werden die Wege und die Positionen von Schienenersatzverkehren dargestellt. Genau, das war jetzt ein kurzer Überblick, wo Karten aktuell eingesetzt werden. Aktuell arbeiten wir auch an eben neuen Technologien oder Screen, die erstmal wie Virtual Reality, Augmented Reality, also da ist noch ein großer, glaube ich, noch einiges zu tun und auch an Möglichkeiten, um dem Reisenden die Reise komfortabler zu gestalten. Und damit bedanke ich mich auch. Ja, vielen Dank für die interessanten Ausführungen. Wir sind zwar jetzt schon leicht in der Kaffeepause angelangt. Wenn das Publikum aber noch interessiert ist, können wir gerne noch zwei, drei Fragen stellen. Ich wollte fragen, ob diese Informationen später auch mit dem Reservierungssystem verknüpft werden. Gerade bei Ihrem Beispiel Frankfurt wäre es ja zum Beispiel interessant zu sagen, okay, ich habe hier einen Umsteiger im Frankfurter Hauptbahnhof, wo der Umstieg sehr knapp ist, dem schlage ich bei der Reservierung Plätze in der Nähe des Verbindungstunnels vor, oder ich habe einen Umsteiger zur U-Bahn, den tue ich besser ans Bahnsteigende und so weiter. Ist sowas angedacht? Hallo, einen Versuch starten wir noch. Können Sie das Mikrofon aus dem Saal hören? Hallo? Ja, hallo? Wir haben versucht, eine Frage zu stellen. Ich glaube, wir müssen die jetzt noch einmal wiederholen. Ich bin irgendwie rausgeflogen. Okay, dann gebe ich noch einmal das Mikrofon zur ersten Frage. Die Frage war, ob das auch mit dem Reservierungssystem verknüpft wird. Gerade bei Ihrem Beispiel Frankfurt Hauptbahnhof wäre es ja naheliegend zu sagen, okay, hier habe ich jemanden mit einem knappen Anschluss, den setze ich in seinen beiden Zügen möglichst nah an Verbindungstunnel, wenn er jetzt auf den Gleisen oben umsteigt, oder ich setze ihn ans Ende vom Zug, damit er schnell zur U-Bahn kommt. Und die Leute, die mehr Zeit zum Umsteigen haben, die kann ich dann woanders hinsetzen. Ja, also wir sind mit allen Systemen in enger Abstimmung. Also diese ganz konkrete Idee, die haben wir jetzt noch nicht gehabt, aber werde ich auf jeden Fall auch mal da einfließen lassen. Aber also grundsätzlich ist das so, dass wir uns mit allen
Systemen, auch wie Auslastungsmanagement, Sitzplatzreservierung, da auch immer eng abstimmen. Aber ich glaube, das wäre jetzt wahrscheinlich der übernächste Schritt. Danke. Ich gebe das Mikrofon zum nächsten Fragenden. Ja, leider war am Anfang des Vortrags die Verbindung kurz unterbrochen. Deswegen haben wir nicht ganz mitbekommen, wie Sie bei der Datenerfassung vorgehen. Und mich würde da interessieren, ob Sie auch eine Evaluierung vorgenommen haben von bestehenden OSM-Daten. Es gibt ja doch inzwischen recht viele Indoor-Daten, gerade bei Bahnhöfen. Und haben Sie sich diese auch näher angeschaut? Und was waren letztendlich die ausschlaggebenden Gründe dafür, dass Sie auf Ihr eigenes Datenmodell gesetzt haben? Ja, haben wir auch sehr intensiv. Wir haben 2015 ja damit begonnen. Jetzt muss man einmal sagen, dass wir dadurch, dass wir die Architekturpläne haben, ja sehr genaue Pläne vorliegen haben. Und die ja bis in den Einzelnen, also bis in erst, also wir haben die vollständig erfasst, auch die ganzen nicht öffentlichen Flächen, Gebiete, Räume. Und dadurch hat uns OSM, also erstmal inhaltlich, an den Stellen eben noch nicht weiter geholfen. Wir prüfen aktuell, das hatte ich eben ja auch gesagt, wir haben ja noch einige weitere Bahnhöfe, wie wir die Datenmodelle, auch OSM und unser Datenmodell quasi aufeinander mappen können oder wie wir die zusammenbringen können, um dann auch zum Beispiel vielleicht auch mit OSM-Daten da arbeiten zu können. Was ein grundsätzliches Problem scheinbar noch ist, wir sind aber auch noch in der Evaluierung, ist, dass die Ebenenangaben, die für uns ja immens wichtig sind, nicht immer optimal gepflegt sind. Also das ist noch ein Thema, wo wir auch schauen müssen, wie man das löst. Danke für die Beantwortung der Frage. Gibt es noch eine weitere? Eine haben wir noch. Ja, wenn man jetzt am Navigieren ist, ist ja natürlich irgendwie auch immer die Frage, woher weiß man, wo man ist. Draußen ist das klar, dass das irgendwie GPS. Gibt es da irgendwelche Ideen, dass man Richtung Indoor-Navigation irgendwas anbindet? Ich meine, Apple versucht ja im Augenblick zum Beispiel UWB zu etablieren als Navigationssystem. Gibt es da irgendwelche Ideen von der Bahnseite, da irgendwas zu machen? Ja, das ist eins unserer größten Probleme, wo wir gerade aber auch sehr viel Energie reinstecken. Also wir schauen uns momentan an, was es alles an Ideen auf dem Markt oder wo auch immer gibt und machen da auch eine Reihe von Proof of Concepts. So sind zum Beispiel die großen Bahnhöfe, also der Berliner Bahnhof, der Frankfurter Flughafen, Berlin-Südkreuz mit iBeacons ausgestattet. Das heißt, in den Bahnhöfen können wir uns positionieren, allerdings ist die Ausstattung oder Infrastruktur halt immer sehr teuer und wird wahrscheinlich nicht flächendeckend ausgerollt. Deswegen gibt es eben auch eine ganze Reihe anderer Verfahren, die wir gerade testen oder getestet haben. Unter anderem gibt es Kombinationen zwischen, zum Teil schon zwischen Beacons, aber auch WLAN-Messung oder Erdmagnetfeld-Messung. Da haben wir eigentlich auch ganz gute Ergebnisse schon erzielt. Wahrscheinlich kommen wir aber nicht ganz ohne eine Infrastruktur, zumindest an einigen Stellen herum. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch Augmented Reality, dass wir quasi über die Kamera des Handys dann die Position erfassen. Also auch da gibt es momentan Proof of Concepts, aber ist aktuell noch ein
noch ein nicht gelöstes Problem, flächendeckend zumindest. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Vielen Dank, Herr Schlierkamp-Vosen, noch einmal für den Vortrag und das Remote dabei sein. Bitte noch einmal um einen großen Applaus für den Vortragenden. Ja, vielen Dank.